Hey ihr Lieben, wie geht's, wie steht's? Ich wollte ein kurzes Video machen und zwar hat der Angela Merkel angekündigt, dass sie jetzt den Rentnern mehr Geld geben will und den ganzen Zeugs und ja, mit dem Asyl ein bisschen mehr aufpassen will und blablabla. Ich will euch eins sagen, die hat Versprechungen auch gemacht bei der letzten Wahl, ja, und hat auch nichts eingehalten. Also glaubt der Frau gar nichts, ja? Glaubt ihr überhaupt kein Wort, okay? Die wird nämlich genau dasselbe machen wie bei den letzten Wahlen. Die wird sagen, wenn sie dann wieder gewonnen hat mit Koalition, wird sie wieder sagen, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, was ich ändern soll. Ja? Ich wüsste nicht, was ich ändern soll, hat sie gesagt. Und davor hat sie große Versprechungen gemacht und Scheiß drin. Ja? Also, kurzes Video nur. Das war's schon. Sonst, wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich gehe jetzt Hundefutter kaufen und zur Ärztin. Ja gut, zur Ärztin nicht. Ich habe ja mit Andrea gesprochen. Ich guck mal da einfach im Laden jetzt erstmal. Normales Hundefutter und dann gucke ich mal Vitaminzusatz und das ganze Zeugs. Ja. Ach, ich wollte ja gar keine Hundevideos mehr machen hier in der Channel. Okay, also ihr Lieben. Vertraut der Frau kein Wort. Ja, das ist eine Lügnerin. Alles sind Lügner da oben, bis auf die AfD. Ja. Ihr seht, was los ist. Ich habe euch, Leute, ihr werdet sehen. Ja. Wisst ihr was? Ihr glaubt jetzt schon an die Endzeit. Ihr glaubt jetzt schon an die Endzeit, als der Islam sich verbreitet hat in Europa. Das war 10.000 Mal schlimmer als heute. 10.000 Mal schlimmer als heute. Das schreiben Leute, Christenverfolgung war noch nie so schlimm wie heute. Damals wurden die Christen weltweit verfolgt. Ja? Es gab wenige Christen, darum wurden weniger umgebracht. Es geht nicht um die Anzahl, es geht nicht um die Anzahl, wie viele Menschen gestorben sind. Es geht darum, ja, wie effizient oder effektiv oder was weiß ich, die umgebracht worden sind, ja, und verfolgt worden sind. Versteht ihr? Darum geht das. Und auf jeden Fall, Leute. Nee. Jesus hat gesagt, die Endzeit wird nicht kommen, bevor mein Wort in jede Ecke dieser Welt verbreitet worden ist. Wisst ihr, was ihr sagt? Ihr Kleingeister, seid mir nicht böse, ihr Kleingeister. Ihr sagt immer, Jesus und Gott macht schon alles. Er macht alles durch uns. Wir verbreiten sein Wort. Er ist in uns. Ja? Er ist in uns. Ja, alles funktioniert durch ihn, durch uns. Durch uns. Ja? Wir haben unseren freien Willen, habt ihr das schon vergessen? Wir sind keine Roboter. Ja? Jesus ist keine Software und wir sind die Hardware. Ja? Wir können uns auch gegen Jesus entscheiden. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben unseren freien Willen. Wie es andere Menschen tun, die sich gegen Jesus entscheiden. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gut hört. So, ihr Lieben. Ihr zweifelt das Wort Jesus Christus an, wenn ihr jetzt sagt, wir haben schon die Endzeit, damit Gott, wenn Jesus sagt, ja, die Endzeit wird nicht kommen, bevor mein Wort in die ganze Welt verbreitet wird. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das Christentum wird explodieren. Ich habe das so oft in meinen Videos gesagt. Ja? Es hat angefangen mit 12 Jüngern. Jetzt sind wir 2 Milliarden und wir werden wachsen und wachsen und wachsen. Der Islam ist schon in Angola verboten worden, ist jetzt in China verboten worden. Und ich habe es euch prognostiziert, dass es in der westlichen Welt komplett verboten wird, der Islam. Vielleicht ein paar Ausnahmen, ja. Dass der Islam komplett verboten wird. So wie mein Kampf verboten wird, wird der Koran verboten. Denn der Koran, das Buch, ist ja noch viel schlimmer. Das habe ich schon vor 10 Jahren, habe ich das schon meinem Vater gesagt. Ja, so etwas vorsichtig. Und dann auch schon verstutzt geguckt, weil er auch denkt, das ist eine normale Religion. Ja. So. Und ihr werdet sehen, der Islam wird verboten werden. Ja, in ganz Osteuropa oder fast in ganz Osteuropa wird er verboten werden. Teilweise in Westeuropa. Die werden dann nachziehen. Ja, und
dann ist es vorbei. Ihr tut das Wort Jesus Christus anzweifeln, indem ihr immer glaubt, jetzt ist schon die Endzeit. Als damals die Kreuzzüge waren, ja, als der Islam sich so brutal verbreitet hat, Philipp II. Hat die Osmanen zurückgeschlagen. Ja. Dann Wien, Österreich, dann Italien hat hunderte von Jahren starke Widerstände geleistet. Rumänien, Ex-Jugoslawien und so weiter, habe ich ja auch so oft erzählt. Und damals hat da auch keiner gesagt, oder wahrscheinlich haben sie auch da gedacht, oh, wir haben jetzt die Endzeit. Ja, haben sie wahrscheinlich auch gedacht. Und das war noch viel schlimmer, Leute. Das war schon bis Österreich vorgedrungen. Versteht ihr? Heute ist es nicht bis Österreich vorgedrungen. Heute kommen sie nicht mit dem Schwert, heute kommen sie, weil sie keine Schwerter haben. Sie haben nur Steine, ja. Und heute versuchen sie es mit der Einwanderungszahl. Heute ist es so easy, gegen den Islam zu kämpfen. Heute müssen wir keine Heugabel in die Hand nehmen. Heute müssen wir nur ein Kreuz hinsetzen. Versteht ihr das? So, ihr Lieben. Und das wird passieren. Österreich und Schweiz sind beide schon hart daran, den Islam zu verbieten. Und ich habe es euch prognostiziert. Ich habe es euch gesagt. Ja. Ihr zweifelt die Macht Jesus Christus an, wenn ihr immer an die Endzeit denkt. Ja, wir haben gewisse Anzeichen. Die Tiere sind schon am Aussterben. Wir sind dem nahe, das sage ich ja auch. Wir sind dem nahe. Aber das dauert noch, Leute. Das dauert noch. Denn wenn Jesus sagt, dass sein Wort in jede Ecke dieser Welt verbreitet worden ist, jetzt ist das Internet ist noch nicht so alt. Ja? Ist noch nicht so alt. Es gibt ein paar Dörfer, die haben überhaupt gar keinen Plan. Ja? So. Das Christentum wird dermaßen explodieren, weil die Menschen sehen, dass es die Wahrheit ist. Ja? Die Archäologie, die Geologie, ja? Die Wissenschaft, sagen wir jetzt mal kurz, die Wissenschaft tut immer mehr und mehr Jahr für Jahr Bestände der Bibel als wahr, als pure Wahrheit, ja, bezeugen, selbst die Wissenschaft, ja, durch Archäologie, Geologie und so weiter, ja, so, also ihr Lieben, ihr hört auf, die Macht Jesus Christus anzuzweifeln, ja, Leute, denn das Christentum, wenn der sagt, mein Wort wird in die Welt, ganze Welt, in die ganze Welt verbreitet werden, und das ist, passiert ja jetzt mit dem Internet. Mit dem Internet passiert das. Ist schon längst passiert. Ja? Wir sehen ja, dass es jetzt im Moment nur so ganz wenige Menschen machen, die nur 5000 Abonnenten haben. Aber das wird so krass explodieren. Ja? Und dann werden sehr, sehr viele Menschen zum Christentum kommen. Ja? Allein in Afrika 6 Millionen Menschen jedes Jahr, glaube ich. Jedes Jahr 6 Millionen Menschen werden allein in Afrika Christen. Und das tut sich immer mehr steigen. Es bleibt nicht bei 6 Millionen, das tut sich immer mehr steigen. Ja? In China werden ist unglaublich, was da gerade passiert an Leuten, die zu Christen werden. Das ist unfassbar. In Europa, in Amerika, überall, auf der ganzen Welt. Ja? So. Kurz und schmerzlos, wenn Jesus sein Wort verkündet überall, sagt er, und ihr behauptet, ja, wir sind der Endzeit nahe, dann zweifelt ihr doch die Macht, das Wort Jesus Christus an. Ja? Dass er die Menschen gar nicht überzeugen kann. Ja, ja klar, der hat sogar Menschen nicht überzeugen können, wo er vor ihnen stand. Aber das waren halt eben die absolut bösen, absolut schlechten Menschen. Ja, den könnte Gott persönlich, ja, wie Dawkins, was hat er gesagt, der Vollidiot? Gott könnte mir persönlich erscheinen, ich würde ihn immer noch ablehnen. Ja, seht ihr, das sind einfach nur Menschen, die selbst Gott sein wollen. Ja, nichts Höheres als sich selbst haben wollen. Ja, Flachbirnen, ja, kaputte Birnen. Ja, das sage ich ja immer, dass gewisse Menschen, die auch, obwohl sie studiert haben, ja, Universitätsabschluss haben, ja, egal Harvard oder wo auch immer, dass das absolute Vollidioten sind. Ja, weil eine hohe Kapazität, Informationen zu speichern, wie Dawkins, ja, aber mit der Information nichts anhaben kann, nur kopieren kann, was 500 Jahre alt ist, ja, von Darwin, ja, Darwins Theorie und sowas, rezitieren, ja, sagen wir mal, das kann jeder, ja, und das ist, was ich meine, das sind einfach nur böse Menschen, den kann Gott persönlich entscheiden, die werden den ablehnen, die gibt's.
Aber wisst ihr, zweifelt nicht an der Macht Jesus Christus. Okay? Zweifelt nicht an der Macht Jesus Christus, ihr Lieben. Wenn er sagt, dass sein Wort in der ganzen Welt verkündet wird, wird das Christentum explodieren, bevor der Untergang kommt. Alles klar? So, ihr Lieben. Vergesst nicht, wir haben mit 12 angefangen, jetzt sind wir 2 Milliarden. Ja? Und das geht hoch, Leute. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Gut, das war's, ihr Lieben. Angela Merkel vertraut mir kein einziges Wort. Hört auf mit dieser, oh, guck mal, die ist jetzt wieder so lieb. Auch die Mutterchen, das Mutterchen, die, ich weiß, wenn sie dann vor der Kamera ist und dann ihre Händchen da und da so auf lieb macht. Leute, habt ihr keine Freunde, die auch lieb sind? Glaubt ihr, das ist die einzige? Habt ihr keine, noch nie einen lieben Mensch gesehen, dass ihr glaubt, dass die lieb ist? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Okay, Leute, also, das war's dann mal. Wir sprechen uns noch. Ciao, ciao. Seid dem Herrn befohlen, ja? Bringt Früchte, lasst das Christentum expandieren und zeigt, wie mächtig das Wort Jesus Christus ist. Amen.